willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Jetzt will ich gerade noch mal kurz gucken, warte mal. Hier vielleicht den dann noch fällen. Ja. Drüben vielleicht noch einen. Den auch nicht. Der da ging, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Hier hinten vielleicht noch ein, zwei. Nein. Den hier. Der hier geht. Jo, den nehmen wir dann noch mit. Sehr schön gefallen. Alles mitnehmen, was geht, damit wir Geld verdienen. Achso, ich wollte auch mal gucken, was denn die Ernte wert ist, die wir noch im Silo haben. Schon wieder vergessen, ey. Und was sehe ich hier? Da müssen wir auch mal wieder Leerpaletten nachfüllen. Holzkohle ist voll. Lull. Gut. So ist es halt, ne? Wir arbeiten ja auch ordentlich. Perfekt. Ich glaube, den lassen wir auch ein bisschen oben drauf liegen. Anders wird es wahrscheinlich nichts werden.
So, ich habe absolut keine Ahnung, wie viel Hackschnitzel das überhaupt geben wird, was wir hier jetzt gerade auf dem Anhänger haben. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich nur 5000. Sondern schon ein bisschen mehr. Dieses Rangieren, ey. Ladungssicherung. Natürlich vorhanden. Und dann geht's ab zum Hacker. Supidupi. Soll ich vorher noch gucken, ob ich am Feld ein, zwei Bäume wegkriege oder nicht? Hm. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gerade gucken, ob die Einstellung der Antriebseinheit irgendeine Auswirkung hat auf die Geschwindigkeit, auf die Beschleunigung. Nee, komm, wir machen mal erst das, was wir hier drin haben, in den Hacker rein. Ja, sieht gerade noch nicht so aus. Und dann den Rest. Den Blaubeer habe ich, glaube ich, letzte Woche versprochen, dass ich dem einen guten Preis machen werde, wenn er das nächste Mal Kartons kauft, wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt gucken wir mal, ob der das annimmt, wenn wir da drauf fahren. Und vor allem gucken wir mal, ob wir da überhaupt drauf kommen.
Okay. Alles angenommen. Jetzt gucken wir mal gerade, wie viel das war. 36.000. Also 36.000 Bäume. Bin mal gespannt, wie viel Hackschnitzel da rauskommen. Wäre gut, wenn das ein paar tausend werden. Sonst kriege ich ein Problem. Aber wir werden jetzt noch gucken. Tatsache. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, zum Hof. Und dann schauen wir. Volker Warun, hallo? Hey Volker, Diesel hier. Hi. Wollt mal wissen, was da jetzt rausgekommen ist, wie schwer die Viecher waren. Die 10 Ferkels. 12.200 Kilo. Das ist schon eine Menge. Ja, 120 pro. Das nee, ist ja warte mal. 1200 pro. Puh. Ist aber auch schon ganz schön was für so ein Tier. Ja, deshalb, also eigentlich wirklich rechnen kannst du 120 Kilo effektiv. Ja. Aber die, du hast ja gesehen, Freilandhaltung, denen geht's blendend. Also dürfte eigentlich sehr gutes Fleisch schon rauskommen. Ja, denke ich schon. Der, ja. Preis wird dann auch dementsprechend sein, hoffe ich mal. Ja, das stimmt wohl. Jo, und sonst läuft bei dir alles? Ja, ich bin gerade mitten in der Roggenernte. Da bist du schon wieder am Ernten? Ja. Und gut, ich muss mal gucken, dass ich noch was verkauft kriege. Ey, ich habe wieder so viel Rechnungen offen. Ich muss noch 36.000 zahlen. Ja, mein eines Feld, die 61, wird auch so langsam erntereif. Da ist Mohn drauf. Oder da habe ich jetzt erstmal genug zu tun. Mein Strohlager läuft über. Ich muss schon das Stroh draußen davor legen. Ja. Ist aber natürlich mit der Plane zugedeckt, damit das nicht nass wird. Ich wollte gerade sagen, hofft man, dass nicht regnet. Nee. Weil die Viecher verbrauchen auch ganz schön viel an Stroh. Ich bin sogar dann am Überlegen, wenn ich genug Gülle und Mist produziere, dass ich dann einen Antrag fürs Biozertifikat hole. Mhm. Weil dann geht nämlich der Düngestreuer weg, dann dünge ich meine Felder mit dem Mist und mit der Gülle. Du hast du Rüben? Ich habe vorhin Anhänger voll Rüben geholt beim Neumann, ja. Ach, beim Neumann hast du das geholt? Ja, der hat ja so eine Lieferung gekriegt von anderen Bauern aus der Region, also jetzt nicht von uns, sondern sagen wir mal Bayern oder so. Mhm. Und da hat er dann 200.000 Liter für gekriegt. Mhm. An Rüben. Also ich habe jetzt für 40.000 Liter habe ich 6.600 bezahlt. Nochmal. Für 40.000 Liter? Mhm. Habe ich 6.600 bezahlt. Okay. Ja, habe ich gesehen, die lagen bei dir in der einen Halle drin. Genau, weil das, mein Silo nimmt die Rüben nicht an. Doch, eigentlich schon. Bei mir war kein Abkippsymbol, also habe ich jetzt erstmal da in die Halle reingekippt, da sind sie auch trocken. Mhm. Weil ich glaube, deine Hühner brauchen nämlich auch Rüben. Ja, deshalb frage ich gerade. Dann rufe ich Neumann mal an. Ist okay. Okay, danke dir. Gerne. Tschüss. Ciao. Gerade nochmal gucken. Gerste 700 sinkend beim Aldi. Gerade nochmal überlegen. Ich hab da. Jetzt frage ich mal gerade. Hallo, ist der Neumann. Jo, Neumi, Volker hier. Du, ich hab. Der Diesel, der hat mir gesagt, du verkaufst gerade Zuckerrüben. Hm. Hab über die Gemeinde ein bisschen. Hab ein bisschen was geordert und die haben das in mein Silo getan. Also, das heißt, da ist noch was da? Ja, 160.000 Liter habe ich noch. Ich bin am Überlegen, weil ich bräuchte eigentlich auch welche für die Hühnchen. Für die andere Frage, hattest du nicht Karotten angesät? Nee, da bist du ja auf dem falschen Dampfer.
Glaube ich. Tatsächlich nicht. Du hast zu mir gesagt, wegen Rübenernte. Oh ja, stimmt. Hast du recht. Nee, danke. Dann zahle ich, dann kaufe ich dir nichts ab. Gut, nee, passt. Ich fahre jetzt mal gerade noch was verkaufen, dann kann ich deine Rechnung bezahlen. Jo. Ich muss zum Gerste zum Aldi bringen. Jo, alles klar. Es geht gerade nicht. Gut, bis dann mal. Warte mal, Hackschnitzel ist in Mache. Muss mal gerade gucken. Was jetzt den Holzhacker? Ja, den wollte ja sonst keiner haben. Macht für die meisten auch keinen Sinn. Ah ja. Für mich würde es keinen Sinn ergeben. Nee, ich meine gerade was anderes. Ah nee, da habe ich leer gemacht. Gerade mal gucken, wie viel Hackschnitzel gerade das Sägewerk produziert hat. Weil dann könnte ich dir eventuell bald schon ein Angebot machen. 12.500, so viel ist es nicht. Ja, okay, ich guck mal. Könnte sein, dass ich demnächst schon bald was für dich habe. Jo. Der Hacker ist schon angelaufen, weißt du? Schon Holz reingeworfen. Das hört sich gut an. Gut, danke erstmal. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.